Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das ganze Zeug aufgehoben haben. Erinnerst du dich nicht an den Drachen? Den haben wir so gern steigen lassen mit Mutter und Vater. Diese Zeiten sind längst vorbei. Das ist doch unmöglich. Mein Drachen hat sich in einem Kindermädchen verheddert. Mary. Poppins, du bist wieder da. Du bist ja kaum älter geworden. Bitte. Über das Alter einer Frau spricht man nicht, Michael. Das habe ich dir doch beigebracht. Was führt dich hierher nach all den Jahren? Dasselbe wie beim ersten Mal. Ich komme, um die Banks-Kinder zu versorgen. Uns? Oh ja, euch auch. Wir werden unser Haus verlieren. Alles geht in die Brüche seit eurer Mutter. Ich vermisse Mutter. Es geht nur etwas weiter, ändert nur den Weg. Du bist genau rechtzeitig gekommen, Mary Poppins. Wie hast du das gemacht? Was meinst du? Du hast den Kindern Flausen und Unfug in den Kopf gesetzt. Sie haben vergessen, wie es ist, ein Kind zu sein. Alles ist möglich. Selbst das Unmögliche. Auf los geht's los. Mary Poppins Rückkehr. Nummer 4. Nein, nein, nein. Weißt du vielleicht, was eine Nachtmanny ist? Sie kümmert sich nachts um das Baby, damit die Eltern schlafen können. Nichts dabei. Ich möchte doch keine Fremde in meinem Haus. Das klingt wie ein schlechter Film, wo die Nanny versucht, die Familie zu töten und nur die Mutter überlebt und schwer verletzt aus dem Haus kriecht. Überleg's dir einfach mal. Mami, wie siehst du denn aus? Hallo? Ich bin Tully. Ich kümmere mich jetzt um sie. Ich bin's einfach nicht gewohnt, dass man Sachen für mich tut. Den ganzen Tag trage ich ein Baby herum. Und wenn die Nacht kommt, soll ich da einfach so umschalten und sagen, schau mal, wie sexy ich bin? Sie sind leer. Ja. Nein, ich meine auf dieser Seite. In den 20ern ist das Leben super. Aber dann kommen die 30er um die Ecke wie ein Müllwagen um 5 Uhr früh. Frauen schaffen das. Nein, tun wir nicht. Wir tun vielleicht so, aber wenn du genau hinschaust, siehst du, dass alles nur hinter Make-up versteckt ist. Du hältst dich selbst für eine Versagerin. Dabei hast du dir deinen größten Traum erfüllt. Wenn du abhauen willst, dann verstehe ich das, weil ich das auch manchmal gern tun würde. Aber ich tue es nicht. Ich möchte dir gern bei allem helfen. Man muss schon das Ganze behandeln, nicht nur einzelne Teile. Ja, mein Ganzes hat schon lange niemand mehr behandelt. Nummer 3. Um mit seinen Kindern zusammen zu sein? Kannst du Mom nicht sagen, es tut dir leid? Ich suche eine Haushälterin und werde eine Anzeige aufgeben. Haushälterin? Musste sich Daniel Hillard eine Arbeit suchen. Kannst du mich zur Frau machen? Oh. Hallo. Yuffie Chinaya Doubtfire.
Papa's got a brand new bag. Jetzt muss er beweisen, dass der beste Mann für diesen Job. Hallo. Eine Frau ist. Ein oder zwei Tröpfchen. Möchten Sie vielleicht noch einen? Oh, schon geschehen. Er ist immer noch derselbe alte Daddy. Yeah! Nur besser. Das Essen ist serviert, Madam. Ich würde unsere Bekanntschaft gerne erneuern. Sehen Sie nicht das Lüstern in den Augen dieses Mannes? Überraschung. Mrs. Doubtfire, ja? Das ist doch aber die Männertoilette. Oh. Robin Williams. Sally Field. Wozu noch einen Mann, wenn Sie da sind? In einem Film von Chris Columbus. Verpiss dich! Mrs. Doubtfire, das stachelige Kindermädchen. Was heißt hier? Ein Vater kennt keinen Feierabend. Oh, mein erster Tag als Frau und schon habe ich Hitzewallungen. Nummer 2. Sound your signals, you will step forward and give your names. You, Fräulein, will listen carefully, learn their signals so you can call them when you want them. The celebrated play that delighted the world. Actually photographed amidst the wondrous beauties of Salzburg, Austria. With the performance of a lifetime by the screen's brightest star, Julie Andrews, in the glorious role of Maria. How do you solve a problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down? How do you find a word that means Maria? A flippity gibbet or will-o'-the-wisp? A clown. Maria makes me laugh. Maria, who entered the strange new world of Captain Von Trapp and captivated his seven children with a magical spell of song. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the door by... Fräulein, did I not tell you that bedtime is strictly to be observed in this house? Yeah, with the... You did, sir. And do you or do you not have difficulty remembering such simple instructions? Only during thunderstorms, sir. Here, two new numbers specially written for the picture by Richard Rodgers, plus Rodgers and Hammerstein's immortal songs. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. I am 16, going on 17. I know that I'm naive. Oh, please, Captain, love them all. I don't care to hear anything further from you I about my children. I am not finished yet, oh, Captain. Yes, you are. You will pack your things this minute and return to the Abbey. Captain Von Trapp, are you in love with him? I don't know. I don't know. Well, the Baroness said I was. She said... he was in love with me, but I didn't want to believe it. You're far away. Where are you? In a world that's disappearing, I'm afraid. Is there any way I can bring you back to the world I'm in? I love you. So somewhere in my youth or childhood, I must have done something. Here is the perfect motion picture that touches every note in the full scale of human emotions. Thank you.
Nummer 1. Sorry, I'm late. We didn't ever think you'd leave, Ole Miss. It does take 4 years, Jolene. I got a job today, writing for the Jackson Journal. Great. You can write my obituary. Charlotte Phelan, dead. Her daughter, still single. Does this dress look handmade? I reckon when you finish it, won't. Thank you. She looked like the winning horse at the Kentucky Derby. I have drafted the Home Health Sanitation Initiative. The what? A bill that requires every white home to have a separate bathroom for the help. Maybe we should just build you a bathroom outside, Haley. Minnie? Hey, Abilene. Hey, Minnie. These women raise white children. We love them, and they love us, but they can't even use the toilets in our houses. Minnie, are you in there? You are fired! You said to write about what disturbs me, particularly if it bothers no one else. I'd like to write something from the point of view of the help. I want to interview you. No maid is ever going to tell you the truth. That's a hell of a risk to take in Jackson, Mississippi. Courage isn't just about being brave. It's about overcoming fear and daring to do what is right for your fellow man. What changed your mind? God. And Miss Haley Holbrook. Change your thoughts and you change. I'm gonna help with your stories. We all are. Y'all brought me into this, but I'm gonna finish it. Have you lost your mind? No, ma'am. But you about to. Quite scandalous. Sounds like Jackson, if you ask me. You tell Abilene. Do I have plans for her? You a godless woman. We gone done it now. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.